Vorgestellt Graveyard Keeper, Keeper, Breaking Dead and Stranger Sins, Vorschau Nummer 7. Wir waren auf dem Weg nach dem Hiccup Grass, was wir immer noch nicht gefunden hatten. Uns fehlte auch Feuerholz und wir wollten Nägel haben und alles das hat nicht so ganz gefruchtet. Deswegen sind wir ja immer noch am Dingens, sag schon, probieren und studieren. Ja, jetzt ist die Frage, wo finden wir das Hiccup Grass? Ich glaube gar nicht. Wir sind auf jeden Fall wieder voller Energie. Und wir müssen mal gerade gucken. Technologie, Feuerholz war das. Technologie, Feuerholz finden wir jetzt wo? Ah, wahrscheinlich hier. Ein weiter noch. Das ist Herstellen, Balken, Holzscheite, Brennholz da. 10 und 5. 10 rote. Brauchen wir dann noch. Tja. 10 rote. Hol dir eine Flasche Wein. Wo kriege ich die Flasche Wein weg? Das ist jetzt die Frage. Hol deinen Schädel von einer Leiche. Ja, das ist kein Problem. Das haben wir ja schon immer mit. Erreiche 5 auf dem Friedhof. Das ist auch klar. Bring eine Eisenaxt. Das ist auch klar. Ach ja, ich habe das auf Deutsch umgestellt. Ging, ne? Dann seht ihr das jetzt, ne? 4 silberne Fischfilets. Da wäre noch zu überlegen, ob wir das beim Dingens kriegen, beim Leuchtturmwärter da. Die Motten. Papier und Tinte. Ja, die Motten. Wo kriegen wir Motten weg? Die fliegen vielleicht auch hier irgendwo rum, oder? Motten gibt es immer nachts, oder? Ich habe sie vielleicht auch schon irgendwo rumfliegen sehen, ne? Ist nur die Frage, wo. Ich meine hier hinten irgendwo. Und dann hoch oder runter? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, irgendwo hier habe ich Motten gesehen. War das hier hoch? Da. Aber nicht wirklich, ne? Also wenn das Motten sind, dann kann ich sie nicht fangen, weil ich irgendwie vielleicht ein Netz brauche oder sowas. Keine Ahnung. Ist die nächste Frage, ne? Es ist neblig geworden. Hier gibt es auf jeden Fall was zu essen. 25. Wir brauchen aber 10 von den roten. Das ist unser größtes Problem. Was ist das hier? Leider nix. Da ist noch was. Bauen. Feuerbestattungsort. Okay. Da sind wir auch noch nicht weiter. Ja, läuft gerade schlecht, ne? Oder wie soll man das sagen? Jetzt läuft uns bestimmt auch gerade der Astrologe weg oder sowas, ne? Den brauchen wir ja auch noch mit dem... unser Viertel ist da. Ah, dann lass uns mal mitgehen und gucken, wenn er schon gerade kommt, ne? Dann ist doch hier schon wieder was los, oder? Wächter gehen alle hin. Findet hier irgendwas statt? Okay. Sorry. Gucken wir. Die setzen sich da alle, stellen sich da alle schon wieder hin, um dann hier komische Sachen zu machen. Mitten. Da kommt der Papst. Ah, Werther, ich genieße die Luft hier. Sie hatte das Rechtschaffenes. Aufgabe beendet. Okay. Es wäre mir das Herz, dass wir hier bald eine weitere Hexe verbrennen werden. Momentan foltern wir sie noch. Okay. Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechtschaffenheit entkommt. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst dir Heilige Vision helfen. Wir brauchen Brennholz für ein schön warmes Feuerchen und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Neue Aufgabe, super, ne? Meine 20 Brennholz und 10 Flugblätter. Ich warte auf dich. Die Hexe läuft uns ja nicht weg. Sobald wir alle haben, verbrennen wir sie.
Frag nach dem Friedhof. Ich habe hier etwas Brennholz. Hier sind die Flugblätter. Vor ein paar Jahren wurde es von Kultisten geschändet. Sie hatten dort ein Picknick und ich bin mir nicht sicher, ob das Böse diesen Ort vollständig verlassen hat. Deshalb muss ich sicherstellen, dass du in diesem Kampf auf unserer Seite bist, bevor ich dir die Erlaubnis erteile, diesen Teil des Friedhofs wieder zu verwenden. Okay, noch eine Aufgabe. Erlange die Erlaubnis, die linke Seite des Friedhofs freizuschalten. Okay. Ist noch geschlossen, ne? Naja, dann. Können wir nur verlassen machen. Okay, da sind wir hier schon einen Schritt weiter gekommen. Nichts Dolles, aber wir wissen jetzt mehr. Das haben wir erledigt. Jetzt würde ich auch gucken, dass wir unten zum Dingens kommen. Ja, es ist zum Astrologen kommen, hoffen, dass der da ist. Wissen wir natürlich nicht, ne? Auf jeden Fall haben wir was erlangt. So, Hiccup-Gras. Vielleicht ist Hanf sein Hiccup-Gras. Könnte natürlich auch sein, ne? Kann man diese Person ansprechen? Nee. Gibt's hier irgendwas? Hier ist auch gerade keiner. Nee. Hier ist die Schmiede und da ist ein Schmied. Können wir mit dem Schmied mal gerade vielleicht reden? Handeln? Nägel haben wir drei. Vielleicht können wir Nägel kaufen. Geht sogar. 55, 83, drei Nägel dazu. Wofür braucht man noch? Ja, die Nägel wollten wir irgendwo verschmieden, ne? Puh, wir brauchten einmal Nägel, war das? Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber Schrott brauchten wir auch. Gefertigten hölzernen Amboss, Amboss und Amboss. Ich brauche aber was anderes vielleicht. Rostige Axt. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht ist der auch gleich noch da. Wo müssen wir lang? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich unten. Passt, glaub schon, ne? Hier ist unser Hiccup-Freund. Handeln? Oder der hat kein Hiccup-Gras, ne? Der hat nur die Samen. Vielleicht sollten wir einmal Samen kriegen und dann können wir die vielleicht einpflanzen. Keine Ahnung, ob das das Hiccup-Gras nachher ist. Könnte natürlich auch sein, ne? Checken wir dann. Und hoffen, dass jetzt hier der Astrologe da ist. Das wäre natürlich am coolsten. Und ist er nicht. Was hat er denn für Fleisch hier? Weißes und gutes Frischfleisch. Schade, aber keine Ahnung, silbernes oder was das auch immer war. Okay, dann sind wir hier nicht weitergekommen. Hier gibt's nichts zu essen? Da auch nicht. Hier, irgendwo, irgendwelche Bäume, die wir abernten können? Nicht wirklich, ne? Schade. Ja, Astrologe nicht da, ne? Der ist bestimmt im nächsten Mond hier oder so, ne? Könnte sein, dass das in dem Quartal ist oder so. Hier ist auch noch irgendwas. Kann ich da was machen? Wenn ich das wegraue, sehe ich auf jeden Fall mehr, ne? Aha, was ist denn das? Eine Presse oder was ist das? Okay, dann kann ich irgendwas pressen. Aber geht erstmal nicht. Keine Möglichkeit. Gehen wir erstmal wieder zurück. Jetzt ist schon wieder dunkel, kann das sein? Wer geht da? Wächter ist schon da. Da gibt es bestimmt das gleiche Wasser, oder? Jetzt haben wir gerade. Ist auch ein
Bucket, ne? Ja, auch ein Eimer voll Wasser. Gut, dann nehmen wir das Holz mit. Hat uns jetzt nicht weitergeholfen, das Holz, ne? Die Weizenfarm ist hier. Es wird Nacht, es wird immer dunkler. Aber wir sind auf dem richtigen Weg erstmal. Ah, er geht schon wieder weg. Müssen wir schauen, dass wir zu unserem Haus kommen. Dann können wir das Holz erstmal ablegen. Dann haben wir mehr Holz. Ja, und das geht nicht. Arbeitszimmer nicht beendet. Balkenholz, das bringt uns alle noch nichts. Ah, guck mal, da können wir Holzmarkierungen machen. Aber die Nägel wollen wir auch nicht haben. Was war denn hier jetzt das, was wir brauchen? Achso. Ein Stück Großeisen als Barren geformt. Metallschrott. Da brauchen wir hier Dingens. Kriege ich denn Stickies irgendwo weg hier? Bestimmt, ne? Hier gibt es doch Stickies, oder? Das ist doch... Ja. Kann ich damit einheizen? Nee, das will ich erstmal nicht. Ich will nur einen. Achso, da brauchen wir 20 Stück von dann, ne? Oder 5. 20 Feuer. Das bedeutet, wir brauchen wenigstens 20 Hölzer. 5 haben wir. Da ist ja nochmal was. Also nochmal die Hölzer holen, weil anders geht's mit dem Stickies ja gerade nicht, ne? Und dafür gibt's auch cool rote Dinger. Dafür braucht man ja auch was, ne? 10 Euro braucht man. Ich glaube, die kriegen wir da jetzt gleich zusammen. Ja, ich glaube, jetzt können wir doch Feuerholz auch dann auswählen, oder? Herstellung Brennholz. Freischalten. Wunderbar. Jetzt können wir Feuerholz machen. Und dann nee, hier nicht. Hier auch nicht. Wo wollen das Feuerholz machen dann? Ich bin ja ein Holzhackplatz. Wo ist denn hier der Holzhackplatz? Holzner Amos? Hä? Warte mal, gehen wir nach da oben. Eisenerzlager, Hölzerner Amos, Holzstapel, Sägebock. Holzhackplatz, da. Haben wir noch gar nicht. Okay. Würde ich jetzt mal da machen wollen. Da haben wir jetzt einen Holzhackplatz. Und da können wir jetzt Brennholz fertigen. Zehn Stück, wow. Jetzt können wir das auch machen. Und das macht er, glaube ich, auch ohne, dass wir daneben stehen, oder? Kann das sein? Und den Barren brauchen wir dann da. Und dann kriegen wir endlich unsere Nägel. Ja, ich glaube, das ist schon richtig so. Gut, dann kommen wir an Nägel. Lass uns mal hier nochmal gucken, was da noch mehr geht. Holzhackplatz, Steinschneider, Steinvorrat. Okay, Hof vergrößern, ist auch klar. Holzhackplatz haben wir, Sägebock haben wir. Holzstapel, ja. Eisenerzlager. Haben wir ein Eisenerzlager? Ich glaube nicht, ne? Ist ein Steinlager? Oh, schade. Und das war's dann. Ah, vergrößern wir dann unser Lager, ne? Das war ja hier auch, ne? Wo war das? Hof vergrößern, da. Alles klar. Vielleicht hätten wir das Ding hier woanders bauen müssen, ne? Naja. So, Holzscheiter haben wir noch. Wasser.
Metallschrott jetzt nicht rüber tun, das Wasser kann man rüber tun. Ah, was haben wir denn hier? Bärensaft. Ne, den wollen wir auch nicht. Fehlt uns noch den Hanfsamen. Den können wir mal probieren, hier irgendwo zu pflanzen, ne? Lass gerade noch reingucken. Okay, der braucht noch Hanfsamen. Vielleicht kann man die hier jetzt pflanzen. Tatsächlich geht das. Hanfsamen brauchen wir 4 Stück. Alles klar. Um den Acker zu bewirtschaften. Mit einem ist klar. Brennholz. Holzkalbrennholz. Das brauchen wir 4. Für ein Holzkreuz. Aufgabenwarteschlange. Okay. Die will ich jetzt nicht. Machen wir weg. Machen wir erstmal Brennholz. So, jetzt nochmal Fertigkeiten. Aufgabenwarteschlange. Ach so, fertigen. Quack F. Nicht genug Ressourcen. Welche Ressourcen fehlen uns denn dann? Stopp, das war falsch. Ach so. Nee, oder? Brennholz. Ach, ich muss. Ich brauche einen Brenn. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Holzhackplatz aber zum Anfertigen auswählen. Dafür brauche ich das, um das herzustellen. Dafür brauche ich ein Holzkreuz, um das herzustellen. Na, okay, aus. Das ist der falsche Weg. Den wollen wir nicht gehen. Okay, was war das für ein Punkt? Ach so, ist fertig hier. Ah. Jetzt können wir Nägel machen. Oder Eisen. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir da unten brauchten. Ich gucke lieber nochmal nach. Wir wollten ja den Ofen da machen. Da fehlte uns, ich glaube, Scrap fehlte uns, oder? Also Schrott. Gucken wir lieber nach. Schrott. 4-mal Schrott fehlt uns. Gut, dann ist das geklärt. Jetzt geht's auch voran, ne? 4-mal Schrott. Fertigen. So, dann haben wir das. Jetzt bin ich daneben. Fertigen. Nee, das war der falsche Platz. Da, fertigen. Ach so, okay. Dann haben wir das hier, ist falsch, das machen wir weg hier. So, jetzt fertigen. Jetzt haben wir wieder Brennholz. 20 Mal brauchen wir das, ne? Aber bis der da kommt, ist erstmal egal. So, jetzt können wir hier nochmal fertigen. Und wie viel Feuer ist denn da noch drin, ne? Ach so, wenn man einmal ausgewählt hat, kommt man nicht mehr dran. Ne? Auch schade. Naja, ist egal. Jetzt lass uns da unten den Ofen anmachen, oder? Jetzt müsste das doch hier klappen, oder? Und fertigen. Oh, keine Energie mehr. Super, oder? Wie viel brauchen wir denn? Use, benutzen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ist fertig, oder? Und jetzt?
Können wir da was machen oder nicht? Das ist die Frage. Vielleicht muss man hier erst was gucken. Vorbereitungsplatz. Pritsche. Ja, da gibt's noch ganz viel zu bauen in der Leichenhalle, ne? Ach, guck mal, das ist hier alles Fläche. Leiche nehmen. Und gucken, ob wir da reinschmeißen können. Keine Ahnung. Nee, geht nicht. Keine Ahnung, warum wir das heile machen wollten oder mussten. Da geht nichts. Da können wir das ausbauen. Ist jetzt nicht wirklich was vorangegangen in der Hinsicht, ne? So, mal gucken. Das ist kein Grab. Kein Grabzaun. Also da kommen wir ja auch nicht weiter. Kommen wir bei dem weiter. Für den Grab Holzkreuz hinzu. So, das haben wir schon alles gemacht. Deswegen ist das schon alles prima. So, da müssten wir das Holzkreuz hinzufügen. Da geht der Papst gerade spazieren. Vielleicht können wir den anquatschen. Ist der nächste Tag angefangen? Nicht jetzt, mein Sohn. Okay. Gehst du da hin oder gehst du weg? Ah, du kommst hier hin. Dann sprechen wir dich an, wenn du hier oben stehst. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Ich habe den Friedhof repariert. Nee, habe ich nicht. Ah, dann brauche ich das noch nicht. Gespräch beenden, das bringt ja nichts. Qualität minus 16. Wow, da haben wir noch viel vor uns, ne? Okay, das kriegen wir aber auch alles in einen Griff. Aber wir haben schon wieder keine Energie mehr und wir sind auch schon mit der Folge ein Stück weiter. Das heißt, wir werden uns ausruhen und ich speichere ab und wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Und da es gerade so schön ist, machen wir das natürlich alles auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen, genauso wie, dass ihr das Video auf anderen Kanälen teilt, wäre ich sehr dankbar für. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.